Und damit hallo und willkommen zurück hier bei Subnautica. Wir sind wieder auf unserer Zyklop, auf unserer Cyclops. Ich habe einen Riesenhaufen Pilze im Gepäck und habe jetzt allerdings festgestellt, ja, okay, wenn ich hier was baue, dann geht natürlich auch meine Energie runter. Klingt logisch. Das heißt, das wird natürlich direkt aus den Power Cells gezogen. Wir werden also versuchen, jetzt die Batterien und alles mal in unserer Hauptbasis herzustellen. Meine Korallenprobe lagern wir hier einmal unter Sonstiges. Da können wir dann wieder ein bisschen Wasser mit herstellen, wenn wir Salz finden. Und das findet man wirklich allenthalben. Also sollte das kein Thema sein. Desinfiziertes Wasser machen wir rein. So, denke ich, mach mal die Mischung rein. Eine große Flasche, eine kleine Flasche. So, und dann haben wir jetzt Kupfer. Wir haben die Pilze. Wir brauchen noch Kristalle. Und dann können wir uns noch die ein oder andere, halt, da war auch noch Batterie drin, dann können wir uns noch die ein oder andere Power Cell machen. Und den Rest dann wieder hier einlagern. Ja, letzte Folge stand ganz im Zeichen des Grundausrüstens sozusagen. Diese Folge soll dann schon mal im Zeichen des, ich weiß nicht, wo ich bin, stehen. Da. Irgendwie. Genau, doch, da ist die Basis. Nee, des Erkundens natürlich stehen. Wir werden uns aufmachen da Richtung Rotes Seegras, Höhle und so weiter. Vielleicht auch mal nach in die Nähe des Wracks. Bin ich allerdings noch so ein bisschen ängstlich, muss ich sagen. Weil wenn dieser Leviathan kommt und unser U-Boot frisst, habe ich ganz ehrlich gesagt schlechte Laune danach. So. Ich hätte gerne auch auf der Cyclops ein Aquarium, nennt man das Ding. Das wäre gar nicht so verkehrt. Dann hätte man da auch keine Sorgen. Obwohl, andererseits, wir steigen aus mit unserem Grillmesser. Und putzeln uns die Fische direkt frisch. Ja, frischer können sie nicht sein. Das schöne Schnitzelmesser. Ich glaube, da hatte ich schon mal drüber philosophiert, oder? Dass das eigentlich die Erfindung wäre. So ein bisschen Kupfer lassen wir übrig. Wir brauchen es sicherlich auch nochmal für was anderes. Dass das die Erfindung wäre. Ein Messer, mit dem man ein Fleisch schneidet und am Ende ist es direkt ein gebratenes Schnitzel. Menschenskinder, dieses Spiel ist so fortschrittlich. So, wir haben zweimal Silikon. Ja, reicht jetzt nicht ganz. Haben wir hier noch? Brauchen wir ganz dringend. Sonst brauchen wir ganz dringend. Kristalle. Sind alles keine Kristalle hier? Da sind sie. Okay. Ja. Lass mal das mal übrig. Hier ist auch noch ein Wasser übrig. Für einen Notfall immer drin, dass man, wenn man hierher kommt, auch noch ein bisschen was herstellen kann. Einmal Silikongummi. Und nochmal. Dann können wir uns 3 oder 4 sogar von den Power Cells herstellen. Das wäre schon nicht ganz verkehrt. Electronic Energiezelle. 1, 2, 3. Und jetzt bin ich gespannt. Ich habe jetzt leider nicht mitgezählt bei den Batterien. Bei den Batterien fehlt's. Die sind alle weg. Na gut. Okay, aber damit können wir schon ein bisschen was anfangen. Silikongummi nehmen wir mit. Das Kupfererz nehmen wir mit. Die Pilze packen wir ein. Wasser haben wir. Ja. Dann mal los, ne? Dann mal los. Wird Zeit. Pilze sind mehr als genug. Korallenproben habe ich. Ja. Wann ist denn hier? Ach, das sah aus wie eine Ressource aus dem Weiden. Das ist einfach nur ein Licht. Mann, Mann, Mann. Blinder Koja unterwegs. Geht in Deckung. Sieht auch zart rosa aus, was ich hier angepinselt habe. Ist aber eigentlich ein dunkles Rot gewesen. Bin beleidigt. Welcome aboard, Captain. Entschuldigung, ich musste direkt mal husten. Darum stand ich hier gerade so ein bisschen dumm rum und habe nichts gesagt. So. Dann packen wir es mal rein. In Batterie. Da. 1, 2, 3, 4 mal Power Cell. Ist doch super. Perfekt. Und das kommt auch noch rein. Super. Und los geht's. Dann auf Richtung Ressourcen. Wir müssen uns voll machen. 513 von 600. Jetzt bin ich mal gespannt. Steht das auch noch da, die Energie? Da steht sie. Aber ich habe immer noch... Also die Lebensanzeige habe ich nicht. Okay. Das ist auch die Energie. Richtung Rotes Seegras müssen wir, ich fürchte, da müssen wir so ein bisschen außen rumfahren.
Ich hoffe weiterhin, die Ranken stören uns nicht. Sehr gut. So, geht doch, wir sind auf Kurs. Und wie gesagt, hoffe ich, dass die Ranken uns nicht... Ne, die machen keinen Schaden. Wäre auch zu schön. Uhuhu. Uhuhuhu. Hier wird's flach. Da muss ich noch drüber kommen. Es geht. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Jetzt wird's tief. Rein. In die Tiefen des Meeres. Ins Ungewisse. Man sieht nämlich nichts. Zumindest nicht nach unten. Ich muss zugeben, die Energie geht runter wie Sau. Ich glaube, wir machen hier schon mal einen kleinen Schedopp. Warte mal, gucken, ob man hier irgendwo... Da sind Ressourcenspots da. Da und da. Ja, wir machen hier schon mal einen Schedopp. Denn hier können wir... Ah, lasse ich. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich noch tiefer tauche. Aber ich habe genug Sauerstoff und alles. So, die vier nehmen wir in die Hand. Falls hier wieder die Stalker sind. So, und dann schauen wir mal. Wie gesagt, da habe ich ja Ressourcen gesehen. Hm, wir brauchen Kupfer. Das ist... Silber. Ist aber auch okay. Da vorne war so ein Hai. Gold. Sind wir schon so tief, dass hier sonst nichts mehr kommt. Was machen wir mit dem Zeug? Ne, Titanium sammle ich jetzt nicht. Da machen wir uns nur alles voll mit und im Endeffekt so dringend brauchen wir es nicht. Oh, das ist ja paradiesisch hier. Das wird jetzt alles Silber. Silber. Egal, wir nehmen es mit. Ich hatte eigentlich gedacht, dass... Da haben wir mal wieder Kupfer, das ist gut. Titan, naja. Wenn wir es so finden, nehmen wir es mit. Da schmeiße ich es jetzt nicht weg. Das ist ja ein Paradies an... An Ressourcen hier, das ist ja Wahnsinn. Halt, bleib da. Gold, wie viel Platz haben wir noch? Ach, geht. Ja, Wahnsinn. Ein bisschen auf den Sauerstoff achten. Wie, wo, das mal kurz uns orientieren. Ach, da ist er ja schon. Okay. Wir sind nicht weit weg. Da kommen wir mit 20 Sekunden locker hin. Und vor allen Dingen, wie schön ruhig das hier ist. Das ist ja ganz entspanntes Tauchen. Nur ein bisschen dunkel. Ich müsste mir langsam mal so eine Taschenlampe bauen. Ihr habt es ja auch in den Kommentaren geschrieben, dass man die bauen kann. Bisher habe ich es nur noch nicht gemacht. Andererseits hätte ich dann eine Taschenlampe in der Hand und nicht hier diese Waffe und würde mich nicht mehr ganz so sicher fühlen, glaube ich. Toll, wie dunkel das jetzt wird. Ist doch immer so. Dann, wenn man Licht braucht, ist es weg. In jedem Spiel ist das so. Da ist es. Okay, die nehmen wir noch mit und dann schwimmen wir zurück. Einmal und hier war noch ein zweites. Ich weiß es genau. Da oben. Titan, naja. Ist so der Zonk, der da rauskommen kann. Titan. Kristalle hat es hier keine, interessanterweise. Dachte, hier so in die Richtung wären sie auch schon gewesen. Da unten, nee, ist auch kein Kristall. Hier hätten wir noch was. Nehmen wir auch noch. Und jetzt sollten wir aber schleunigst wieder rein. Ja, ja. Keine Panik, keine Panik, Tussi. Keine Panik. Ich bin ja schon wieder oben. Jo, dann. Da haben wir nichts für. Für Batterie haben wir einiges. Vier. Ja doch, für Sonstiges haben wir auch was. Hm. Wie viel Kristall haben wir noch? Nichts, glaube ich. Null, wenn ich richtig sehe. Exakt. Gut, dann müssen wir das jetzt erstmal hier reintun. Dann bauen wir später noch mit dem Kristall einen weiteren Schrank für Edelmetall oder wie ich ihn auch dann immer nennen werde. Und ich kann schon wieder ein Wasser trinken. Mensch, das geht ganz schön ab hier. So, haben wir hier mal wieder ein bisschen geplündert. Weiter geht's.
rotes Seegras und Höhle. Hinein in die Dunkelheit. Das ist jetzt vielleicht unheimlich hier, wenn man hier lang schippert und weiß überhaupt nicht, wo man hinsteuert so richtig. Ich weiß nur, es kommt gleich eine relativ steile Wand, so eine kleine Erhöhung wieder, über die ich drüber muss. Und über die es schwer wird, auch drüber zu kommen. Wir schauen immer mal, ob wir hier so schöne Ressourcenspots finden. Kristalle. Ja, hier müssen wir raus. Das ist überhaupt keine Frage. Hier müssen wir raus. Das ist schön. Also, dann los. Ja, es darf nicht so enden, dass man am Ende... Uff, dunkel. Es darf nicht so enden, dass man am Ende die Zyklop nur selbst unterhält. Also quasi, ne, dass man gerade so viele Ressourcen findet, wie man braucht, um die am Leben zu halten, um die mit Energie zu versorgen. Zwei. So. Dich brauche ich. Es tut mir leid. Spatenfisch, der ist nicht gekocht. Jetzt ist er gekocht. So. Dann weiter Kristalle. Ich nehme wieder die Kanone. Hier können Arschlochfische sein, denke ich mal. Müssen wir aufpassen. Oh, einer geht noch. Gekochter Spatenfisch. Und zack, dann haben wir wieder schön volle Nahrung. Das ist aber echt schick hier, muss ich sagen. Also die Gegend gefällt mir sehr gut. Was hier rumschwimmt, ist alles sehr nahrhaft. Nur irgendwie hatte ich gerade gedacht, ich hätte mehr... Ach, Mann. Ich hätte mehr... Ich erschrecke mich auch jedes Mal, selbst wenn ich da schieße. Es ist... bescheuert. Ich hätte hier mehr Kristall gesehen, habe ich irgendwie gedacht, aber... Da ist noch... Und da ist noch... Okay, wir sammeln einfach mal. Die Musik hat ganz schön komisch aufgehört gerade, sehr abrupt. Quarz. Was? Quarz aus dem... Verarsch mich doch nicht. Schön, die Gegend gefällt mir hier. Ist schön ruhig. Wo ist mein Schiff? Da. Und da ist die Basis. Okay. Und wir sind auch super nah an der Oberfläche. Kann eigentlich überhaupt nichts schief gehen. Da ist noch so ein Kristall. Ah, den lassen wir. Den Salzkristall brauchen wir nicht wirklich. Den holen wir uns dann, wenn es nötig ist. Kupfer... Ja, wie viel haben wir? Ja, ein bisschen Kristall ist doch okay. Da können wir auf jeden Fall mal einen Schrank bauen. Können wir mal entbehren. Ich glaube, man brauchte ja nur einen. Unten ist noch... Ja, da unten ist noch eine Ressource. Ich habe aber keinen Sauerstoff mehr. Na gut. Falsche Richtung. Da. Na komm, will da rein. So. Ach, also das ist ja völlig entspannt hier mit dem Ding rumzufahren und dann Ressourcen zu sammeln. Dann muss ich ja sagen, das ist ja... Das gibt's ja gar nicht. So. Haben wir genug Titan? Jawohl. Sehr schön. Und dann kommen da die Edelmetalle rein. Wenn wir dann hier mal rausnehmen. Hier. Unser Zeug... Ja, damit. Und darüber. Das wird auch noch genug geben. Hier Batterie. Kommen die Kristalle rein. So. Machen wir so. Titan. Schmeißen wir hier rein. Ja, der Batterieschrank ist jetzt ziemlich voll. Jetzt ist die große Frage. Ich bin mal neugierig. Ich weiß es gerade nicht, wie... Komme ich hier direkt in den Batterie? Warte mal, wo komme ich denn hier hin? Ach, das ist die Seemotte. Nee, Rollo, okay. So, hier. Das war ich nicht. Oh. Okay. Okay.
So, Energiezelle 100%, 100%, 100%. Die Frage ist, war das von dem Pilzerahmen? Wahrscheinlich war das so von dem Pilzerahmen, die Bestätigung. 100%, 73%, 0%. Okay, also hier, die könnte ich quasi direkt austauschen. Mhm. Warum haben die hier den Akku noch nicht erfunden? Die könnte ich direkt austauschen. Dass man die nicht nehmen kann, irgendwo dran stöpseln kann zum Aufladen. Das muss jetzt hier mal, das muss auch mal kommen. Aufrüstungen ansehen. Hier kann ich sie einbauen. Wo kann ich sie bauen? Wo kann ich sie bauen? Das ist mir das, was mich viel mehr interessiert. Kann ich die eventuell im Fabricator bauen? Im Craft-Ding? U-Boot. Zyklop-Druckkompensator. Tatsache. Einsetzbares, das ist dann mehr. Okay. Also, ich baue sie ganz normal dort. Werdet ihr mir mittlerweile wahrscheinlich auch in den Kommentaren zuhauf geschrieben haben. Das Ding ist einfach nur, ich nehme immer ganz schön am Stück auf und ja. Hab daher natürlich die Kommentare jetzt noch nicht lesen können, denn die letzte Folge ist gerade für mich, ich muss gucken, 20 Minuten her. Gut. Oh, hier geht's jetzt gut runter. Machen wir mal nur bergab. 100 Meter? Kann die weniger tief als die Motte tauchen? Oh, schade. Hier sind Kristalle. Yay. Hier sind schön Kristalle und da unten sind auch Ressourcen. Wir steigen wieder aus. Tut mir leid eigentlich fast, aber es ist doch... Macht Sinn, oder? Wir müssen ja was finden hier. Wir sind jetzt im Alter. Okay. Mhm. Unsere Kristallsorgen. Okay. Unsere Kristallsorgen sind gelöst. Titan hier unten. Tschüss. Sicherheit. Kupfer, schön. Freut mich. Wir machen weiter hier mit Kristallen. Die Sache ist halt auch die, wir müssen jetzt mal tiefer tauchen und die Fragmente finden für das U-Boot zum Aufwerten. Definitiv, das brauchen wir. Titan, naja, gut. Was ist das da? Diese Gräser haben wir ja schon gesehen, hier diese Korallenart. Ja, was ist denn das denn hier für? Kann man da was? Nö, kann man nicht. Ich dachte, man könnte hier eventuell auch Korallenproben oder so nehmen, das hat eher was Schwammartiges. Oh oh. Das wird eng. Ja, ja, ja. Oh, oh. Uff. Ui. Boah, ich stelle mir das auch so hammerhart vor, oder? Wenn man am Tauchen ist und einem würde der Sauerstoff ausgehen. Diese Vorstellung ist echt, boah. Dass man merkt, da kommt einfach nichts mehr aus der Flasche raus. Boah. Ekelhaft. Nee, nee, nee. Will ich meinem Typen hier gar nicht antun. So, unser Batterieschrank ist voll, da mache ich jetzt das mal hier rein. Ist doch so, oder? Naja, jetzt ist er voll. So, Titanium ist auch fast voll. Ich würde sagen, unsere Tour ist erfolgreich. Meine Fresse. Unsere Tour ist sehr erfolgreich. Nichtsdestotrotz würde ich gerne noch ein bisschen Kristall holen, weil wir sonst immer zu wenig hatten. Und wir werden für die Basis sau viel brauchen. Ich will ja die Basis erweitern mit euch. Wollen wir ja ein bisschen ausbauen und da unser Biom dort so schön ist mit den Pilzen und dem Leuchten am Abend, will ich das möglichst viel aus Glas bauen. Und naja. Entsprechend wird unser Glasvorrat, unser Kristallvorrat groß sein müssen. Dann will ich auch noch Aquarien bauen. Also eins zumindest. Ihr habt irgendwas geschrieben von einem großen Aquarium. Kann man das auch finden? Ein Das kann ich ja noch nicht bauen, aber ihr habt
meine ich, irgendjemand hat geschrieben, man kann ein großes Aquarium bauen, in dem man auch selbst drin rumschwimmen kann, mehr oder weniger, oder sowas, hatte ich vernommen. Jetzt habe ich das so in Erinnerung. Vielleicht fantasiere ich auch gerade was zusammen. Ich weiß das schon. Aber das wäre natürlich cool. Krass, dass hier so viel Titan und Kupfer kommt. Dabei sind wir auf 200 Metern Tiefe. Ja, wir nehmen es trotzdem mit. Titan schmeiße ich zur Not raus, wenn wir überhaupt keinen Platz mehr haben. So. Genug. Genug, das war der letzte Tauchgang hier. Wir machen uns weiter. Ja, ja, ja. Bin ja da. Wir haben eh keinen Platz mehr gleich. Wo habe ich den Kristall reingeschmissen? Hier, ne? Voll. Okay, komm, alles rein. Und Titan da. Auch voll. Wow. Batterie voll, das voll, das voll. Und hier ist auch nahezu voll. Dann könnten wir höchstens noch einen weiteren Schrank bauen. Da hätten wir ja genug für. Machen wir auch gerade, weißt du das? Zack. Zack. Ich glaube, mehr als 2 kostet der nicht, oder? Hoffentlich passt der da noch hin. Ah, perfekt. So, ein bisschen tiefer. Ah, jetzt ist er zu tief. Egal. Sonstiges, Batterie, Edelmetall, Kristall. Oh, hier einen eigenen Kristallschrank. So. Tack. Sonstiges. Zack. Wow. Ich glaube, so viel hatte ich noch nie davon. Hammer. Zack. Fast ein ganzer Schrank voll mit Kristallen. Das ist echt der Hammer. Dann können wir das wieder hier in Batterie reinschmeißen, das Kupfer. Yep. Sau gut. Sau gut. Und wir nehmen uns hier mal ein Wasser raus. Obwohl, ich kann auch das trinken. Wir haben gerade 50%. Das passt also. Oh, nehmen wir uns wieder ein kleines. Gut, und dann würde ich sagen, wir machen uns in der nächsten Folge auf zu den nächsten Ressourcengebieten hier. Dann, was braucht man jetzt noch? Ich bin gerade am Überlegen. Ja, eigentlich haben wir jetzt an Ressourcen genug. Das heißt also, wir werden jetzt versuchen, weiter runterzutauchen. Ich denke, ich werde das Tiefseebiom ansteuern, dann die Seemotte nehmen. Wir tauchen so tief, wie es geht mit dem Schiff hier. Es wird wieder bis 225 Meter gehen, schätze ich mal. Und dann nehmen wir die Seemotte, die habe ich ja verstärkt, und tauchen ab in die Tiefsee und schauen, was uns dort an Komponenten entgegenfällt, dass wir hier unser Schiff weiter ausbauen können. Das wäre schon schön. Allen voran brauche ich unbedingt das Solarmodul, falls es das gibt, für das U-Boot. Das wäre so wichtig, dass da würde ich alles andere für liegen lassen, glaube ich. Dann haben wir nämlich absolute Energieunabhängigkeit, müssen nur tagsüber mal ein bisschen warten und dann lädt sich das hoffentlich wieder auf. Wenn auch langsam wahrscheinlich, aber egal. Gut, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut, ciao.